Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ihr denkt euch jetzt bestimmt, hier, World of Minecraft. Ani, hast du das schon mal gemacht? Das ist nur zur Hälfte richtig. Denn Rainer hat das ja nochmal gespielt. Auf Twitch. Das haben wir noch nicht gemacht. Das ist auch recht unbekannt. Ist jetzt wirklich nicht das bekannteste Video von Rainer. Ja, es gibt diesen WoW-Stream, wo er da viel getrollt wurde. Das hier ist ein sehr viel früherer Stream. Den habe ich letztens erst gesehen bei Spiegel Rainer Reloaded. Da schauen wir auch. Liebe und Ehre geht raus. Link in der Videobeschreibung. Ja. Was soll man sonst dazu sagen? Ich weiß nicht genau, wann dieses Video kommt. Ihr wisst, zurzeit muss alles irgendwie in die händische Prüfung bei mir. Warum auch immer, man weiß es nicht. Ich habe schon ein paar Mal den Support angeschrieben. Man sagt, man wird sich drum kümmern. Wir werden sehen. Meine lieben Freunde, macht gerne unter diesem Video hier, ich mache mal hier Ding. Macht gerne unter diesem Video Radau. Radau, Radau, Radau für den Algorithmus. Schreibt einen Kommentar, gebt gerne ein Like, lasst noch lieber ein Abo da. Macht am besten alles drei, falls ihr noch nicht gemacht habt. Ja, das würde mich freuen. Sagt er übrigens zu meinem Thumbnail. Ist es nicht geilomat geworden? Der Ani kann was, ne? Der Ani hat's drauf. Leute, der Ani hat's einfach drauf. Es ist der Technik-Ani. So nämlich. So, und jetzt schnacken wir gar nicht lange rum. Das Video heute soll keine Stunde gehen. Mal schauen. Ne, ich glaube nicht. Das Ding geht 20 Minuten von Rainer. Ich hoffe, wir sind so in 40 Minuten durch. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Es geht los, Leute. Hier Ding. Jetzt geht's runter. Jetzt geht's runter. So nämlich. Danke, Mimon. Und let's go. Abfahrt. Priester zum Magier gegangen. Habe jetzt überlegt, einen Hexenmeister. Hexenmeister, super klasse, können ZDK fragen. Da das ja eh nur ein kleiner Testchar ist, weil ich jetzt mal ausprobieren will, ob es funktioniert oder nicht, hab mir gedacht, wir probieren jetzt ja einfach mal ein bisschen aus. Ich musste leider ein wenig reinzoomen, deswegen kann man nicht alles sehen, jetzt gerade von der Klassenauswahl und so weiter. Liegt halt daran, dass er, naja, 1 € Spenden bekommt, die ich halt nicht so gerne einblenden möchte auf diesem Kanal, die aber sehr witzig sind. Wenn ihr die sehen wollt, das ganze Video sehen wollt, ohne mein Gesabbel, wie gesagt, Spiegel Rainer Reloaded, Link in der Videobeschreibung. Lasst dem guten Mann mal ein Abo da, der macht echt. Leute, wenn ihr die Juno-Staffel gefeiert habt, wenn ihr diese ganzen Streams unzensiert, also unzensiert, ungeschnitten, ohne alles komplett sehen wollt. Spiegel Rainer Reloaded macht irgendwie fast jeden Tag zwei, drei Premieren. Und es macht immer Spaß da. Der Chat ist großartig. Ja, ist geil. Ja, was ist eigentlich der Mönch? Mönche sind für ihr Nahkampfkünste bekannt. Für ihre Nahkampfkünste, ja. Ihre Fähigkeiten auf ihre bloßen Hände zu und Fäuste zu kämpfen. Okay, ich glaube, ich nehme mal einen Mönch. Stand da nicht, Rainer. Wir stehen mal was der ihre Waffen. Sondern auch auf ihre bloßen Hände und Fäuste im Kampf zu verlassen. Das steht da. Und Fäuste zu kämpfen. Das steht da nicht. Okay, ich glaube, ich nehme mal einen Mönch. Ich habe nämlich noch nie einen Mönch gespielt. Einfach mal ein bisschen testen. Hat mich nie gezockt, diese Klasse. Also hat mich nie verlockt, diese Klasse zu spielen. Nein. Ja. Dann würde ich auch sagen, wir testen jetzt einfach mal, ob es funktioniert oder nicht. Ich persönlich denke, dass es nicht gerade groß funktioniert. Warum machst du's dann? Na, was ist denn jetzt los? Wenn der Streamer sagt, ich glaube persönlich nicht, dass das hier funktionieren wird, sollte er es nicht tun.
Schreibt mir bitte auch rein, wie der Sound bei diesem Video ist, also wie ich klinge und so weiter. Ob das besser ist als anders, als die anderen Videos. Ich habe nämlich jetzt mal die Mikrofonposition ein bisschen verändert. Wäre sehr dankbar für ein Feedback. Ich überlege jetzt gerade, ob das überhaupt funktioniert, also ob ich überhaupt live bin gerade. Ja, Rainer, du bist live. Das Problem ist, dass bei dir im Chat keiner schreiben kann. Ich glaube, bei Rainer war das damals so, in seinem ersten Stream, dass er irgendwie auch einen Abo-Chat angemacht hat, was okay ist, also ein Follower-Chat, hat dann aber diese Zeit, man muss irgendwie 2 Stunden followen, um reinschreiben zu können, oder 1 Stunde, und es war einfach sein erster Stream. So, wie soll man dann schon 2 Stunden followen? Das hat einfach keinen Sinn gemacht, das hat Rainer nicht verstanden. Rainer dachte, es wäre besonders clever, das zu machen. Weil irgendwie wird mir hier gerade nichts angezeigt. Ja, aber ich und Technik ist ja bekannt. Ja, frag mal den Technikdecker. So, noch 1 Sekunde warten. Ja, diese Bandana-Zeit war auch wild. Die war auch wild. Ich persönlich denke, dass es mit dem Streamen ziemlich problematisch werden wird. Dann lass es doch. Von dem Game hier. World of Warcraft ist jetzt nicht wirklich als Hardware-fressend bekannt, ne? Aber da gibt's andere Sachen. World of Warcraft kann man heute noch irgendwie auf einem 10 Jahre alten Rechner spielen. So, jetzt schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Gut. Also, wir spielen den Mönch. Und wir nennen ihn... Aimala. Und natürlich wird es nicht funktionieren, weil da ein Leerzeichen drin ist. Wir nennen ihn Emala. Da steht's, die Namen dürfen nur aus Buchstaben bestehen. Dieser Name ist bereits verfügbar. Was? Da steht, Namen dürfen nur aus Buchstaben bestehen. Moment, was? Name dürfte nur aus Buchstaben... Ach so. Ich will jetzt nochmal... Wie ist denn darauf gekommen... Da steht, Namen dürfen nur aus Buchstaben bestehen. Hört mal, was er vorliest. Was? Name... Warte. Edzardler, passt auf. Wir nennen ihn Emala. Und jetzt steht da, Namen dürfen nur aus Buchstaben bestehen. Er hat nämlich ein Leerzeichen drin. Dieser Name ist bereits verfügbar. Dieser Name ist bereits verfügbar. Was? Moment, was? Name dürfte nur aus Buchstaben... Ach so. Da darf kein Leerzeichen rein. Der Name ist nicht verfügbar. Dieser Name ist nicht verfügbar, steht da. Boah! Und natürlich haben sich Leute schon Aimala genannt. Klar. Ich glaube, es gibt auf jedem Server einen Aimala. Wie er sich nach hinten lehnen muss, um seine Tastatur zu sehen, weil einfach das Bäuchlein im Weg ist. Wahnsinn. Machen wir es eben so. Das ist nämlich der eigentliche Name, oder besser gesagt die eigentliche Aussage. Weil hier steht, das könnt ihr hier nicht sehen. Hier steht jetzt der Name Bamala. Und ja, clevererweise blendet er auch ein, auf welchem Servername er ist. Auf Malfuron. Eigentlich heißt das Ganze Malfurion, Entschuldigung. Das sind nämlich Bamala und nicht Emala. Ja, ist klar, Rainer. Ist klar. Alles gut, Rainer. Alles wird gut. Beruhigen Sie sich. Alles wird gut. So. Ja, wir spielen den Mönch. Ich hoffe, man hat jetzt nicht gesehen, auf welchem Server ich war.
gerade noch angesprochen. Doch, Rainer, konnte man sehen. Alles auf Malfurion. Sonst wird es die Hater wieder viel zu leicht, mich zu finden. Er kündigt es, aber er bringt die Leute aber auch auf Ideen. Er bringt die Leute wirklich auf die Idee, das zu machen. Als wenn er es wollen würde. Wisst ihr noch, was dieser Wendler-Höckler-Verschnitt gesagt hat? Rainer, ich glaube, das ist dein Content-Drache. Glaube, du spielst gerne das Opfer. Nur der Typ hat ihn einfach in 3 Minuten durchschaut. Sehr gut gewesen. Das ist nicht gut. Jetzt schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Ich persönlich fürchte, dass es wegen Internetverbindung und so weiter, wegen Streamen und gleichzeitig Internet, im Internet zocken, ziemliches Problem geben wird. Rainer, wenn du das doch weißt, er hatte damals so keine Glasfaserleitung. Er hatte damals wirklich seine kleine Bambusleitung. Rainer, wenn du das doch weißt, warum versuchst du sowas nicht erstmal? Probier sowas doch erstmal aus. Junge, Junge, Junge. Und vermutlich leckt es wie die Seuche. Das macht so ein Spiel umso besser. Aber es wird sich eh gleich zeigen, denke ich. Wie lange braucht er denn, um WoW zu laden? Bruder! Die Dunkelschwere, die vor Jahren aus ihrem Land im Schlingendorntal verbannt wurden, versuchten einen Neubeginn inmitten der zerstreuten Völker der Horde. Unter der Führung des noblen Kriegshäuptlings Thrall hatten Wolf... Sogar das Intro leckt. Das ist hart. ...und seine wilden Trolle endlich die Würde und den Sinn gefunden, die sie gesucht hatten. Doch nun, unter der Herrschaft des sturen Garoschelschrei, fürchten die Trolle, dass die Horde sich entzweien könnte. Wolzin weiß, dass gerissene Trolle wie ihr für den Erhalt der Horde kämpfen werden. Ganz gleich... Da ist jetzt zum Beispiel so eine Nachricht, die ist eigentlich, ja, die kann man nicht. Nenne den Troll Rudi und lass ihn sterben. Okay. Welche Gefahren warten mögen, ob aus den Reihen der Horde selbst oder von außen. Und da leckt aber auch einfach alles. So, kleinen Moment. Den muss er erstmal bannen. Jetzt muss ich erstmal. Junge, du kannst ja die Frames mitzählen bei dem Spiel. Und ist das das Startgebiet der Trolle? Sind die nicht immer bei den Orks mitgespawnt? Ich weiß es gar nicht mehr. Mein Sound hier muten vom Handy. Rainer, du musst dich den Sound muten, du willst da jemanden bannen. Gut, dann würde ich sagen. Wow, Hilfe. Quatschen wir den da erstmal an. Alles klar. Wie geht's denn so, Mann? Hab ich jetzt alles? Dann können wir loslegen. So. Ich spiele übrigens einen PvE-Server, das heißt, ihr habt da überhaupt keine Chance, mir groß auf den Sack zu gehen. Rainer, wie wär's, wenn die Leute weiter herausfordern? Das macht bestimmt Sinn. Ihr habt keine Chance, mir auf den Sack zu gehen. Rainer, was wetten wir denn? Bin ich persönlich ganz froh drüber. Einer der Gründe, warum ich kein WoW mehr spiele, ist, dass es keine gescheiten PvP-Server mehr gibt. Oh, und ich fürchte, es leckt ganz schön, oder? Schreibt mich mal in den Chat rein, ob es leckt wie Sau. Wo muss ich überhaupt hin? Rainer, ich kann die Frames zählen. Ja, es leckt. Ich muss dahin irgendwo. Jo, da ist mein Lehrer. Der mit dem Band Pandaren kämpft. Wollt ihr mich verarschen? So war das auch in der Sonderschule auch. Nee, es waren Löwen, ne? Löwen. So. Was muss ich machen? Ach, das Übliche. Ja, das Übliche. Daraus besteht nun mal WoW. Da muss man halt wirklich sagen, die Quests sind jetzt nicht die besonders einfallsreichsten, ja? Es geht bei jeder Quest darum, bring dem das, hol mir 10 davon oder töte 10 Gegner. Das ist wirklich bei WoW. Die Quests sind nicht so pralle.
Naja, ist es Standardkost. Gut. Soll jetzt aber gar nicht arg negativ sein. Ja? Mir hat WoW jahrelang viel Spaß gemacht. So. Einfach mal hier ein bisschen fighten. Es laggt wie Sau. Ja, das denke ich mir schon. Man kann auch wirklich fast nichts erkennen. Ne? Die Bildqualität dazu. Ja, hast du 2 Frames alle 4 Sekunden? Also, nee. Bei jedem normalen Streamer wäre es jetzt auch so gewesen, wenn die Leute alle reinschreiben, ey, es laggt richtig übel, würde jeder Normal-Streamer sagen, okay, wisst ihr was, vergessen wir, zocken was anderes oder machen einen Laber-Stream oder so. Rainer zieht durch. So. Da versucht mir anscheinend gerade jemand die Dinger wegzunehmen, das bringt ihn aber gerade irgendwie nichts. So, da ist die. Es darf auch kein anderer da questen, ne? Man sieht, dass das hier, das ist dieses Level-Outfit vom Schurken, das war, glaube ich, aus, ich glaube, es war das T1-Set oder was, T2-Set? Ich glaube, T1. Das ist das Level-Gear. Da ist ein anderer Level-1-Char, der macht die gleiche Quest. Rainer sagt, oh, der will mir das wegnehmen. Keiner darf questen, wenn Rainer da questet. Ganz klare Sache. Die Quest beendet. So, mal sehen. Jetzt muss ich diese komischen Katzenviecher platt machen. Das ist eine Sau, da ist eine Katze. Rainer, sind das nicht die ASB-Löwen? Geht schon, sagte gerade jemand. Ach so, jetzt habe ich das Ding wieder nicht an. Moment. Interface, Auto plündern. Schnell plündern, nicht Auto plündern. Das Auto plündern sollte jetzt eigentlich nicht anzahlen. Hä, willst du mich verarschen? Hä? Gerade habe ich das Auto plündern angehabt. Ich weiß nicht, ob wir es sehen können. Der andere Char da heißt Rida Wingler. Rida Wingler. Und sie schreibt, hallo mein Sohn. Das ist gut. So. Als nächstes schreibt der Charakter Ritter Wingler, hast du dir schon Arbeit gesucht? Bruder, falls du jetzt da bist, oder Schwester, falls du jetzt hier bist und dir dieses Video anschaust und dich jetzt selber hier siehst, fühl dich geknutscht, wirklich. Wo sind die Viecher da? Rainer versucht es gekonnt zu ignorieren. Herrenhorst hat ihn in eine Gruppe eingeladen. Herr Horst, Entschuldigung, Herr Horst. Gut. Jetzt brauche ich noch das Viech da. Es scheint auch so, dass Rainer sich vorher schon beschwert hat. Es steht nämlich hier oben, das kann man jetzt hier leider nicht sehen, weil ich, wie gesagt, ich musste zoomen. Hier oben steht eine Nachricht, ihr wurdet ausgewählt, um an der GM-Umfrage teilzunehmen. Das heißt, er hat wahrscheinlich gerade mit einem Game Master geschrieben. Ihr wolltet dauern, dass ich WoW streame und jetzt beschwert ihr euch. Ich habe gleich gesagt, dass es nicht funktioniert. Rainer, du hast gesagt, die Leute sollen reinschreiben, ob es laggt oder nicht. Das tun sie jetzt. Jetzt kannst du dich nicht darüber beschweren.
Habe ich gleich gewusst. Rainer weiß immer alles, Leute. Immer alles weiß der Rainer. So, Quest beendet. So, können wir abkreuzen. Jetzt fangen die Leute natürlich an, Freundschaftsanfragen zu schicken, ihn einzuladen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ach da. So. Junge, wie oft sagt er noch so? Das ist dieser Content, von dem er immer redet, ne? Das ist dieses, als ich mein Haus noch hatte, da habe ich die tollen Streams gemacht. Da habe ich richtig gute Streams, da habe ich Content gebracht. Jeden Tag. Das ist dieser Content. So. 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 Die Person, die hier Content bringt, ist der andere, der da rumläuft mit Ritter Winkler. Gut, das hätten wir auch. So, das hätten wir auch. Das ist dieser Qualitätscontent, ne? Ich bin so arrogant, weil... Das macht sehr viel Sinn, Rainer, so mit seinem Chat umzugehen. Das ist. Rainer, so machst du dir Freunde. So machst du dich wirklich beliebt im Internet. Bin ich so arrogant. Ja, jetzt wird nicht mal mitgezählt. Er hatte 6 Frames in den letzten 3 Sekunden. Ich habe wirklich mitgezählt. Herr Horst schreibt, komm in meine Gruppe. Dreifach Räuspern, können wir auch abkreuzen. So. So, da ist der Qualitätscontent, Leute. So. Hätten wir den. Wo war der jetzt? Hey Renny, was ist los? Nervt es? Ich dachte, du bist auf dem PvP-Server. Die können dir nicht auf den Sack gehen. Hm? Hast du es nicht gesagt? Hast du sie nicht damit rausgefordert im Endeffekt? So, wo war der jetzt? So. Wo war der jetzt? Ach, da drüben. Man kann mich nicht kontaktieren, das habe ich auch schon 100 Mal gesagt. So. So. Übrigens, der Charakter löscht dich, schreibt im Allgemeinchat, wo ist der Buttergolem? So. So, da könnte man nicht einen Counter für einblenden, oder? Wir machen erst die Quest hier, weil die anderen... So, dann machen wir jetzt erst die Quest hier. Die anderen Quests führen uns eh in die andere Richtung. Dann können wir genauso gut die Quests hier machen.
Eine Sprintattacke wäre nicht schlecht. Schade, Ritter wird jetzt schon ignoriert. Jetzt eigentlich schnell einen neuen Charakter machen, der genauso heißt, genauso aussieht, dann eben den vorigen Charakter löschen oder halt das I irgendwie verändern und sich wieder neben ihn stellen und wieder anwispern. Dann wieder sagen, die hacken doch, wie kann das sein, ich hab die doch ignoriert. So. So. So und dreifach räuspern, Leute. Das ist dieser Qualitätscontent. Das ist das, was er heute noch in seinen Streams erzählt. Ah, als ich zu Hause war, jeden Tag habe ich gestreamt. Und ich war so, super gut. Let's Plays habe ich gemacht. Ja, ja. Noch mal ein paar Krabbenplätten. Na, sind schon die ersten Leute. Ofenkäse Rita schreibt. Lü. So. Und jetzt schreibt sie, ich grüße RBS. Den grüße ich natürlich auch. Ach ja. Dann, den haben wir schon. Dann gehen wir darüber. Wie er versucht, es zu ignorieren, ne? Aber Löschtich hat ihn auch schon gefunden. Der handelt jetzt die ganze Zeit an. Das ist gut. Boah. Wow. Rainer, was ist los? Du bist doch auf einem PvE-Server. Die können dir doch nicht auf den Sack gehen. Hast du doch gesagt. Damit hatte Rainer schon immer die Probleme, die Geister, die er rief. Hä? Das hat sich bis heute durchgezogen. Die Geister, die er rief. Und die Geister kommen ständig. Die Geister kommen immer. Und er lernt es nicht. So. Komm her, du Sau. Ach, ich hab schon alle. Und du gibst ernsthaft einen Euro dafür aus, dass du sagen kannst, lösch dich. Er hat nicht nur gesagt, lösch dich. Er hat Rainer dann auch noch mit einem gewissen Wort. Ja, wie gesagt, wenn ihr das alles sehen wollt, schaut's bei Spiegel Rainer Reloaded. Da frage ich mich ernsthaft manchmal. Oh, er hat sich wirklich korrigiert, er hat sich wirklich verbessert. Er hat nicht gesagt, da frag ich mich, sondern da frag ich mich. Er hat angefangen mit frag ich und dann hat er frag ich gesagt. Hört mal. Für aus, dass du sagen kannst, lösch dich. Jetzt pass mal auf. Da frag ich mich ernsthaft manchmal. Er hat sich echt verbessert. Da frage ich mich. Sehr gut, Rainer. Das ist alles heute vorbei. Heute sagt er, frage ich mich. Heute ist es andersrum. Mal. Wo ist denn euer Verstand geblieben, Alter? Rainer, wo ist denn dein Verstand geblieben? Wenn du weißt, dein Stream läuft nicht und machst es trotzdem. Wenn du weißt, die Leute wollen dich ärgern und du erzählst dann einfach, oh, die können mir sowieso nix. Wo ist dein Verstand denn geblieben? Wo denn? Von Intelligenz nicht gerade viel Spur. Von Intelligenz nicht gerade viel Spur. Junge. So. Sie haben eine Freundschaftsanfrage erhalten. Wie die alle heißen. Fett und Matt, Ofenkäse Rita, Rita Wingler. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss auf die Insel dahinter, glaube ich, ne? Jupp.
Das ist ruckelt mit Sicherheit auch zu einem großen Teil an meinem Rechner. Nein, Rainer, das ist sehr unwahrscheinlich. Es liegt zum großen Teil an deiner Internetleitung, nicht an deinem Rechner. Wie gesagt, WoW kannst du heute noch mit einem 10, 12 Jahre alten Rechner spielen. Ohne, dass es ruckelt. Ich meine, bei mir ruckelt das Spiel eigentlich überhaupt nicht, aber... Rainer, wenn du es auf deinem PC siehst und es ruckelt nicht, und wir sehen es im Stream und es ruckelt, dann liegt es an deiner Leitung, nicht an deinem Rechner. Ja. Das ist ein richtiger Technikexperte, oder? Das ist ein richtiger Technikexperte. Der sieht, bei mir ruckelt's nicht, bei euch ruckelt's, dann muss es am Rechner liegen. Ja. Ach, da ist das Viech. So, wohin? So, ey, kann einer von euch mitzählen und am Ende mal reinschreiben, wie viele So es waren? Ach, darüber. Man sieht, er hat überhaupt keinen Bock mehr. Überhaupt nicht mehr. Rumstehen und, ja, das ist Content, Leute. Das sind diese Let's Plays, von denen er mal berichtet. Alles Met bei euch? Metall. Ich soll mich mit dem Chat also beschäftigen, ja? Mit einem Chat, da, wo ich mich nur von Leuten dumm anmachen lassen soll. Rainer, du hast den Chat ja auch vorhin beleidigt, ja? Du kannst jetzt nicht erwarten, dass ein Chat, in dem vielleicht 100, 200 Leute sind, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer bei Twitch hatte, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, wenn du diese Leute alle beleidigst, Rainer, was glaubst du, was passiert? Garantiert. Schon recht. Wenn du mal vernünftig mit den Leuten umgehen würdest. Schau dir doch an, wie das bei mir im Chat läuft, wenn ich live bin. Das sind alle Leute. Alle geil, alle. Klar hast du immer ein, zwei Ausreißer dabei. Logisch, hat man. Dafür hat man Moderatoren. Ja, Grüße gehen raus an Annika. Beste Moderatorin EU-West hier. Schade, dass es Schalke fände. Nein, schade. Ja, aber Rainer, so wie du in den Wald reinrufst, so kommt es auch wieder raus. Ja? Wenn du deinen Chat vernünftig behandelst, behandeln die dich auch vernünftig. Du kannst nicht von den Leuten erwarten, dass sie dir huldigen, wenn du sie beleidigst. Das wird nicht passieren. Ich glaube, alle, die jetzt hier dieses Video sehen, ein Großteil davon war bestimmt schon mal dabei, wenn wir live waren, Fuddel und ich. Ja? Ihr wisst alle, wie geil der Chat ist. Ohne Witz, ich könnte online gehen und gebe ein Thema vor und könnte mich den ganzen Abend, könnte ich mich mit dem Chat unterhalten und wir wären alle unterhalten. Weil der Chat einfach so gut ist. Wie viele Dreifachräusper waren das jetzt? Müssten auch schon mittlerweile im zweistelligen Bereich sein. Das Video läuft, Leute. Das Video läuft, also es passiert, also entweder laggt es, also dass es die ganze Zeit auf einem Frame hängt, oder er macht nichts, ich weiß es nicht. Das war übrigens ein So jetzt gerade, ja, für die Leute, die mitzählen. Ja, er hat schon weitergespielt.
Man hat einfach nichts gesehen. Schaut mal. Er ist hier, steht er doch bei den Leuten. Im nächsten Frame ist er mitten im Getümmel. So. Macht halt überhaupt keinen Sinn, sowas zu streamen. So einen Stream zu machen. Nächster dreifach räusper. So. So. Jo, ich hoffe, einer zählt mit. Einer von euch macht's bestimmt, oder? Leute, bitte. Habe ich jetzt alle? Nur zwei fehlen mir noch. Da steht 10 von 12 und er fragt, habe ich jetzt alle? Nein, Rainer, du hast sie nicht mehr alle. hier diese hier Ads natürlich, ne? Meine ich, ist klar. Rainer, 11 von 12. Frag doch mal, ob du sie alle hast. So, das hätten wir. So. Junge, der ganze Stream besteht nur aus So und Dreifachräuspern. Das ist Wahnsinn. Wisst ihr, das könnte eigentlich echt cool sein, sich hier rumzurennen, hier zu zocken und alles. Ja, ist ja auch ganz cool bei WoW, rumzurennen und zu zocken. Mit euch zusammen. Mit euch zusammen. Rainer sagt immer, er spielt nichts mit der Community. Nichts. Aber jetzt mit euch zusammen, es könnte so cool sein, überlegt mal. Wir könnten hier zusammen zocken und so. Nee, Rainer, das schließt du immer aus. Wenn ihr nicht immer solche Scheiße bauen würdet und nur solche Arschlöcher dabei wären. Rainer, das passiert, wenn man die Leute provoziert. Das passiert, wenn man am Anfang sagt, ihr könnt mir sowieso nicht auf den Sack gehen. Ich spiele auf dem PvE-Server. Rainer, die Leute sind nicht auf den Kopf gefallen, die lassen sich was einfallen. Es könnte so schön sein. Alles könnte so schön sein. Hätte ich doch nur meinen Führerschein wieder. Lul! Und genau das meine ich. Dreifach räusper. Das könnte eigentlich alles so cool sein. Könnte so cool sein. Mein Leben könnte perfekt sein. Würdet ihr doch nur mit mir vernünftig WoW spielen. Stattdessen wollt ihr mir hier lieber auf den Sack gehen. Rainer, das liegt daran, dass du gesagt hast, die können es nicht. Und zack, bekommst du die Quittung. So. So. Das ist dieser Qualitätscontent, Leute. Das ist er. Mittlerweile hat sich ein halbes Server eingefunden. Wisst ihr,
Ernsthaft, das Spiel könnte so geil sein. Man könnte das Spiel ist geil, Rainer, das Spiel ist geil. Könnte so viel zusammenreißen, aber... Rainer, du lehnst es kategorisch ab mit deinen Fans, ich Gänsefüßchen gerade, etwas zu spielen. Hättest du jetzt am Anfang des Streams nicht gesagt, ihr könnt mir eh nichts, ihr könnt mir eh nicht nerven. Hättest du einfach gesagt, ey Leute, wenn ein, zwei Leute von euch Lust haben, joint doch mit dazu, machen wir eine Gruppe. Das hätte auch anders laufen können. Aber du lernst das einfach nicht. Du weißt einfach nicht, wie man mit Leuten umzugehen hat. Hättest du von Anfang gesagt, ey, falls ein, zwei Leute von euch Bock haben, kommt doch hier mit rein, ich bin auf dem und dem Server, dann spielen wir in der Gruppe. Wird bestimmt spaßig. Dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen, als zu sagen, ihr könnt mir sowieso nichts, ich bin auf dem PvE-Server. Sehr gut, Rainer, sehr gut. Aber nein, ihr entscheidet euch lieber für ich... Dafür hast du dich ja zuerst entschieden anscheinend. Ich persönlich werde jetzt hergehen, nachschauen, wer das alles war und werde die Personen melden. Und ich persönlich hoffe ganz ernsthaft, dass ihr alle eure gesamten Accounts verliert. Und zwar auch die richtig großen. Dass ihr ja, die werden jetzt alle ihre Accounts verlieren, weil die einen Level 1-Char gemacht haben und haben da gequestet. Ja, ja, klar, die werden alle ihre Accounts verlieren, Rainer. Was er sich wohl denkt. Ja, auch wenn man richtig merkt, was für Arsch... Außerdem, ich bin nur in WoW... Übrigens, für den Fall, dass ihr jetzt nicht wisst, warum er seinen Account da verloren hat, das lag jetzt nicht an diesem hier, ja? Ihr könnt es hier nicht sehen, weil ich reingezoomt habe. Er steht hier, er sitzt jetzt die ganze Zeit da mit Facecam und hat den Mittelfinger in die Kamera gerichtet. Die ganze Zeit. Reingekommen, weil ihr unbedingt dabei sein wollt, weil ihr unbedingt ein bisschen mitzocken wollt. Stattdessen führt ihr euch so auf. Wie ein Kleinkind, die ganze Zeit mit dem Mittelfinger. Pff, ernsthaft, denkt mal über euer Leben nach. Das war's, Leute. Da ist der Streamene vorbei. Schade eigentlich. Ja, wie gesagt, es war einer der etwas unbekannteren WoW-Streams von ihm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt auf sowas mal, also wenn ihr mehr Lust habt, wenn ihr mehr davon wollt, von so Sachen, ältere Videos von ihm und so, die noch nicht so bekannt sind. Ja, Leute, ich krieg sie immer überall weg. Ja? Ich guck jedes Video von ihm irgendwie seit Ende 2014. Ja? Und die, die ich davor noch nicht kannte, die habe ich dann nachgeholt. Wenn ihr Böcke auf sowas habt, sagt Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, macht Radau. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Gut, Leute. Dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video, am nächsten Stream wieder. Bis dahin, meine Lieben. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Medal off.